Hallo und willkommen zurück bei Randall's Monday. Randall anderes Ech. Nee, lieber nicht, sonst gibt's wieder ein Raum-Zeit-Paradox oder so. Entschuldige, Elaine? Kann ich ein Bier haben? Kann ich bitte ein Bier haben? Geht das schon wieder los? Hast du Geld? Tja, Kein Geld, kein Alk. So läuft das in der Bar. Und jetzt raus. Ich mach mich dann mal auf die Socken. Tschüss, meine Schöne. Ich mach mich dann mal auf die Socken. Tschüss, meine Schöne. Okay, tschüss. Charlie? Das ist Charlie. Ja, ja. Ja. Da muss man Münzen rein. Ja, was haben wir eigentlich alles im Inventar? Schnauze und ein Schlüssel. Das macht gut. Hallo, Charlie. Was ist los, Charlie? Hast du gerade erfahren, dass Alf in Wirklichkeit ein Zwerg in einem Kostüm war? Wer zum Geier bist du? Lass mich in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Kennst du deinen alten Freund Randall nicht mehr? Und warum bist du so komisch rausgeputzt? Du siehst wie Joaquin Phoenix in Her aus. Egal. Das hier ist ernst, okay? Ich bin so dicht und so sauer. Ich flipp gleich aus. Mal langsam, Kumpel. Du machst einem ja Angst. Was ist denn passiert? Diese Wonder Comics Bastarde. Die haben Captain Red abgesetzt. Nach 35 Jahren. Weiß gar nicht, was die geritten hat. Er ist der beste Superheld aller Zeiten. Ja, weiß nicht. Ich fand ihn immer irgendwie lahm. Was? Hat mir nie eingeleuchtet, wie der seine Superkräfte erlangt hat. Ein radioaktives Fass in einem Paintball-Match. Ich meine, geht's noch? Aber mir gefiel Mooseman. Du weißt schon, der Typ, der Schokoladenmus aus seinen Händen verschoss. Mooseman, oder? Der war cool. Ja, eine geile Ära. Mit das Beste von Mr. Miller. Puh. Wenn ich den Typen erwische, der das zu verantworten hat, dann quetsche ich eigenhändig langsam das Leben aus ihm raus. Tja, euch Fans muss man aber auch die Schuld geben. Ich meine, ihr habt nicht gerade hinter ihm gestanden. Das waren nicht seine echten Fans. Die Typen sind erst eingestiegen, als vor 2 Jahren der Film rauskam. Aber jetzt, wo der Neuheitsfaktor weggefallen ist, mögen sie plötzlich Captain Red nicht mehr. Ich hasse diese Parasiten. So ist halt das Leben, Charlie. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Für alles. Ach, Bullshit. Es gibt Sendungen, die laufen schon seit 70 Jahren. Ja, die sind aber auch gut. Jeden Tag sterben Leute, Randall. Ha, erzähl das mal, Matt. Hast du heute Abend irgendetwas Irres vor? Hast du heute Abend irgendwas Irres vor? Was versteht ein Randall Hicks unter Irre? Ein Waisenhaus niederbrennen? Ein Zeppelin hochjagen? Hey, das mit dem Zeppelin war Matts Idee. Außerdem hatten die das verdient. Der Zeppelin hat uns die ganze Zeit provoziert. Egal. Ich will in meinem Schmerz alleine sein. Also, wenn's dir nichts ausmacht. Warum schreibst du nicht an Wonder Comics? Du hast doch eine Menge Ideen, wie es weitergehen könnte, oder? Warum schreibst du nicht einfach an Wonder Comics? Du hattest doch eine Menge Ideen, wie es weitergehen könnte, oder? Glaubst du, ich hab das nicht schon längst versucht? Ich hab meine Ideen schon jahrelang eingebracht und die haben nicht eine einzige davon verwendet. Ach echt? Was ist mit der, wo die Typen Captain Red entführen und ihn einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Die Story hast du mir im College erzählt und ich fand die echt cool. Ja, die schrieben mir zurück, dass das Skript nicht richtig zu Captain Red passte. Zu viel explizite Bilder, meinten die. Glaubst du das? Captain Red ist für Erwachsene, wo es auch mal um Erwachsenenkram geht. Das ist doch kein Garfield-Comic. Ja, dann sind sie wirklich selbst schuld. Absolut. Okay, dann lass ich dich mal in deinem Schmerz allein. Okay, dann lass ich dich mal mit deinem Schmerz allein. Gute Entscheidung, glaub mir. Ich bin heute gefährlich drauf. Das klang etwas... naja. Hau ab! Bier. Bier. Die lasse ich lieber offen. Ich dachte, man könnte ihn... Das ist... Okay, und jetzt? Nee,
Ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderparadies von Ikea. Ein Billardkill? Nicht der richtige Zeitpunkt. Ich sollte das gerade biegen, aber... Aber wie? Nee, die fasse ich lieber nicht an. Nee, fasse ich nicht an. Aber hier ist die Tür wieder zu. Würde ich gern, aber ich komme nicht ran. Ich wüsste nicht, was ich sagen. Nein. Den behalte ich lieber. Aber warum? Auf keinen Fall. Die hat inzwischen Haare auf den Zähnen. Girlanden? Ich komme nicht ran. Lampe? Ah, lieber nicht. Was geht, Padre? Wie? Mir ist gerade nicht. Geht nicht auf. Ich nehme die blöden Poster nicht mehr. Somewhere. Mich hat man auch eingelegt. Ich habe auch geglaubt. Die lasse ich lieber offen. Also müssen wir etwas mit Charlie machen? Ich würde Rapture gerne. Ich nehme die. Da muss man. Den behalten. Sorry, dass ich nochmal störe, Charlie. Okay. Dann lasse ich dich mal mit deinem Schmerz allein. Gute Entscheidung, glaub mir. Das kann. Okay. Flasche, Power-Up. Ich brauche gerade keine Streuwaffe. Moment. Aha. Das? Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir da? Mein Geldbeutel. Gut, hallo. Entschuldige, Elaine. Kann ich bitte ein Bier haben? Ich sagte bereits, kein Geld, kein Alk. Ich habe gerade zufällig meinen Geldbeutel gefunden. Okay, ein Bier also. Ja, aber nicht für mich, sondern den Gentleman an der Bar. Randall? Ja, ich hatte den verwechselt, als ich sagte, der hat über dich geredet. Jetzt will ich mich bei ihm entschuldigen. Mach ihm doch bitte ein großes, ja? Wie auch immer, ist ja dein Geld. Für mich? Von dem Typen mit dem falschen Bart. Hey, zu einem Freibier sage ich nie nein. Hoffe bloß, dass der nicht irgendwelche Gefallen im Gegenzug verlangt, wenn du verstehst. Super, den bin ich los. Jetzt muss ich nur noch seinen Platz einnehmen und auf Matt und Sally warten. Ich muss alles tun, um die Vergangenheit zu verändern. Schritt 1, Matt davon abhalten, sich zu betrinken. Schritt 2, ein Date mit Elaine schleichen. Schritt 3... Hey, du, was hast du vor? Ich? Nichts? Nichts? Bist ein schlechter Lügner, Kumpel. Glaubst du, ich könnte in diese wunderschönen Augen blicken und einfach skrupellos lügen? Das würde ich nicht fertigbringen. Ach, wirklich? Meine Augen sind circa 20 Zentimeter weiter oben. Entschuldigung. Kann nichts dagegen machen. Oh Gott. Verdammt, er ist schon zurück. Ich muss ihn etwas länger in der Toilette festhalten. Okay. Sorry, dass ich nochmal störe, Charlie.
Okay. Dann gute Entscheidung. Das klang etwa... Ich dachte, wir können ihn anstacheln und sagen, Moment, komm gleich wieder. Entschuldige, Elaine. Stell doch diesem Randall noch ein Bier von mir hin, ja? Stell doch diesem Randall noch ein Bier von mir hin, ja? Klar, solange du zahlst. Los, hinterher! Weißt du, dass das gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Weißt du, dass gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Machst du Witze? Das ist nicht komisch, Mann. Mann, ich mein's ernst. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann hat er losgeschifft. Du meinst der Chefredakteur? Redest du von Connor McCarthy? Eben der. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann sagt er, ich bin Connor McCarthy. Ich glaub's nicht. Der traut sich, was seine Visage hier zu zeigen, nach dem, was er sich geleistet hat. Du solltest ihn einfach loswerden, weißt du? Ihn einfach umhauen oder so. Der sah nicht nach viel aus. Mit dem wirst du fertig. Ich leg das Arschloch um. Was? Ich bring ihn um. Nein, nein, das wird doch nicht nötig sein. Du musst ihm nur etwas Angst einjagen. Oh! Ach komm schon, Mann, das ist ein bisschen zu extrem. Charlie, nein! Stirb! Oh, heilige Scheiße! Stirb! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Stirb! Ah! Was? Okay, das war grotesk. Mentale Notiz? Nie wieder Charlie auf die Eier gehen. Der Typ ist ein absoluter Psycho. Und so kam er ins Gefängnis. Charlie und... Das ist Charlie. Lieber nicht. Aber irgendetwas ist hier unten kaputt gegangen. Elaine? Auf keinen Fall. Die hat inzwischen Haare auf den Zähnen. Ich glaube, er kann jetzt den Schnauz abnehmen. Ich glaube nicht, dass das... Was für eine... Was geht, Padre? Ich nehme die Blöde. Das ist lieber nicht. Aber warum sind seine Klauen nicht blutbeschmiert? Die lasse ich lieber offen. Ich dachte, ich könnte einfach seine Kleidung nehmen und zack, bumm, raus. Und sagen, jo, ich bin's. Randall. Hallo, Leute. Ah, so. Man sieht ja kaum die Schnittwunden und das Blut. Cool. Müllcontainer. Scheiße, wie das hier stinkt. Weil da eine Leiche drin ist? Okay. Randall, wir sind da. Ah, genau zur rechten Zeit. Und wir wollen saufen bis zum Umfallen. Na klar, Süßer. Hey, Sally. Hi, Randall. Du machst doch heute Abend keinen Quatsch, oder? Kennst mich ja.
Ich stehe auf Quatsch. Wer tut das nicht? Na komm, setz dich. Hier wartet ein schönes, kaltes Bier auf dich. Tja, da sind wir also alle mal wieder beisammen. Ja, in der Tat. Hey, was ist los? Ich verspüre Spannung in der Luft. Wovon redest du? Komm schon, hol dir noch ein Bier. Könntest ja nicht mit einem leeren Glas anstoßen, oder? Du kannst es ja scheinbar kaum erwarten, dass Matt sich abschießt, Sally. Sollte uns das zu denken geben? Was? Kann man denn als Verlobte nicht wollen, dass sich der Liebste an seinem Junggesellenabend amüsiert? Eben. Das ist dein Problem, Mann. Ja, jetzt, wo du es sagst. Ah, stimmt ja. Liebling, bestell dir einen Doppelbock. Gute Idee. Nein. Nein? Randall Hicks sagt Nein zu Alkohol? Wer bist du und was hast du mit dem echten Randall angestellt? Weißt du, wir haben in letzter Zeit sehr viel getrunken. Wir sollten es mal etwas langsamer angehen. Das glaube ich nicht. Du trinkst jeden Tag ohne den geringsten Grund. Und genau heute willst du nicht, obwohl wir so viel zu feiern haben? Mann, du bist mein bester Freund, deswegen bist du hier. Aber wir machen bei meiner Hochzeitssause nicht einen auf anonyme Alkoholiker. Au! Das war mein Bein. Aber natürlich nicht, Süßer. Mach dir keine Sorgen. Hol dir ein Bier, ich bleib mit Randall hier. Okay, bin gleich wieder da. Bringt euch bitte nicht gegenseitig um, ja? Ja, sehr lustig, Süßer. Du verdammtes Stück Scheiße, was zum Geier sollte das werden? Ich will die scheiß Welt retten, das sollte das werden. Sieh doch ein, dass das nichts bringt. Die Welt ist schon von Anfang an zum Untergang verurteilt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich diesmal die Königin der Unterwelt sein werde. Und das wirst du mir nicht versauen, hörst du? Laut und deutlich, aber weißt du was? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Oh, ich hab so eine Angst. Sag mal, Superman, was willst du dagegen unternehmen? Oh, ich werde dich den Tag verfluchen lassen, an dem du mir das erste Mal begegnet bist. Und glaub mir, das kann ich richtig gut. Ach, ja? Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht, aber eins weiß ich. Ich mach dich fertig. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Arschgesicht. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Hi Leute, bin wieder da. Ich hab eine Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja, genau. Ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen, oder was? Nee, der steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal. Das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen, und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du sagst... Deine Freundin ist ein Scheißdämon, der die Welt zerstören will. Hey! Mann, was soll das heißen? Zeig dich, oh Hure Babylons! Wow! Das hatte ich nicht erwartet. Das habt ihr gerade gemacht, oder? Was um alles in der Welt machst du? Ich improvisiere, weißt du? Tja, das hast du richtig schön in die Scheiße geritten. Wie kommst du nur auf Hure Babylons? Das ist die Braut deines besten Freundes? Oh, er wird mir niemals die Sache mit dem Robotaschenrechner verzeihen, oder? Wir waren nur Kinder. Was hat das mit allem zu tun? Es ist seine Verlobte. Glaubst du nicht, dass es da etwas zu weit geht, sie so zu nennen? Du hast dir sogar dein Bier übergekippt. Was hast du denn geglaubt, dass sie die böse Hexe des Westens ist? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, in meinem Kopf klang es besser. Du musstest doch nur deinen Freund davon überzeugen, dass er sich nicht beträgt. War das denn so schwer? Oh Mann, da kennt ihr Matt aber schlecht. Egal, wir können das nicht so stehen lassen. Ehrlich? Ihr wollt mir nochmal helfen? Nun, wir müssen nur das Gespräch etwas zurückspulen. Aber bitte versau's nicht schon wieder! Okay. Yes, Sir. Also, wie spult man das Gespräch zurück?
Hungersnot wird dir sagen, was du machen musst. Okay. Er muss es. Ich... Ist das ein Rätsel oder so? Wovon redest du? Tu einfach, was er sagt. Aber... Aber was? Komm schon, verschwende nicht unsere Zeit. Mann, du hast aber eine lange Leitung. Wir machen doch nur Spaß. Glaubst du echt, die Geräusche haben irgendetwas zu bedeuten? Der Idiot hat noch nicht mal einen Unterkiefer. Niemand versteht den, nicht mal wir. Es ist witzig, so zu tun, als ob. Aber die Leute gut verarschen. Okay, das reicht jetzt. Wir schicken dich an den Anfang zurück. Versuch es diesmal nicht zu versauen, okay? Ich versuch's. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Das war zu köstlich. Hi Leute, bin wieder da. Ich hab 'ne Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja genau, ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen oder was? Nee, der steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal, das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du es sagst... Erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir Spaß hatten, ohne zu trinken? Hey, hat jemand Bock auf Go-Kart fahren? Sind wir nicht langsam zu alt aus dem Alltag raus, uns zu betrinken, bis wir umfallen? Sally, mich würde rasend interessieren, was du so in letzter Zeit getrieben hast. Hey, hat jemand Bock auf Go-Kart fahren? Oh! Hey, Jungs! Ich dachte, wir machen vielleicht was Romantischeres, um die Verlobung zu feiern. Weißt du, was richtig romantisch wäre? Wenn der Vorschlag von dir ist... Will ich's nicht wissen. Mir gefällt Randalls Vorschlag. Okay, das reicht. Niemand geht Go-Kart fahren, okay? Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Komm schon, auch ohne Schildkrötenpanzer. Ich rede von einem ganz normalen Rennen. Warte mal. Meinst du auch keine Bananenschalen? Seid ihr jetzt mal ruhig? Wir gehen nicht Go-Kart fahren, ja? Tja, Matt, jetzt kannst du dir wohl vorstellen, wie das ist, verheiratet zu sein. Matt, ich rate dir, das nicht zu beantworten. Okay, entspannt euch mal. Ich liebe Go-Karts, okay? Aber ich freue mich auch auf das Eheleben. Wisst ihr, sich ein Bart wachsen zu lassen, nachts jede Stunde einmal aufs Klo zu müssen, den Kaffee schwarz trinken und selbstverständlich auch die Kinder zur Go-Kart-Bahn mitnehmen. Ich habe mir das reiflich überlegt, okay? Okay, dann haben wir ja genug Zeit, zur Go-Kart-Bahn zu fahren, wenn die Kinder erstmal da sind, ja? Aber, wir könnten doch... Hältst du jetzt endlich mal die Klappe, Randall? Du verwirrst meinen Verlobten. Ich lass nicht zu, dass du ihn so manipulierst. Ist das klar? Ihn manipulieren? Na, das musst du gerade sagen, Scarlett O'Hara. Nennst du mich eine Rassistin? Alter, nenn sie nicht Rassistin. Was? Ich hab sie nicht Rassistin genannt. Ich meinte bloß, dass sie auf Manipulieren steht, so wie Scarlett O'Hara. Das reicht jetzt. Ich bin ein guter Mensch. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ach komm, du bist ja nicht mal eine reale Person. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Du meinst wohl, wo kommt sie denn her? Sie benutzt dich nur, Matt. Erkennst du das nicht? Sie ist ein fieses Monster aus der Unterwelt, das die Zivilisation zerstören will. Ich glaube, ich gehe einfach. Nein, Liebling. Der Einzige, der hier geht, ist Randall. Alter, hätte nie gedacht, dass du sowas bringst. Ich dachte, du wärst mein Freund. Aber wenn du weiter Scheiße über meine Freundin erzählst, dann tut's mir leid. Dann war's das. Aber Matt, ich will dir nur die Augen öffnen. Das reicht, Randall. Ich weiß nicht, was zum Geier heute mit dir los ist, aber du versuchst schon den ganzen Abend Sally zu provozieren. Und was ist mit ihr? Sie macht doch genau dasselbe. Randall, raus! Oh, komm schon. Du hast es wieder versammelt, stimmt's? Ja,
Granatenmäßig? Glaubst du wirklich, du kannst deinen Freund zur Nüchternheit bewegen, indem du seine Freundin schlecht machst? Nein, aber die alte Hexe kann jeden meiner Schritte vorhersehen. Mir fällt auch kein echter Grund ein, warum er nicht trinken sollte. Das ist Matt, verdammt nochmal. Saufen ist für ihn ein Grundbedürfnis, so wie schlafen. Der muss saufen, um zu überleben. Da bin ich sicher. Tja, dann hast du es echt versaut jetzt. Er hasst dich abgrundtief und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß. Okay, versuch's einfach nochmal. Aber denk dir diesmal was richtig Cleveres aus. Wir haben nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, weißt du? Gut gegeben! Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja. Ja. Okay, er holt es. Und? Hi Leute, bin wieder da. Ich hab ne Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald... Gibt's was Besseres? Ach, ich wusste... Also, Rand... Ja, genau. Nee. Ich glaube, der ist sich... Ja, denn... Wie war das, Kumpel? Ja. Also gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.